Tag, meine Süßen. Ich drehe heute mal wieder einen Vlog und zwar habe ich heute mein erstes Fotoshooting und zwar mit Caroline von Carolines Fotokiste. Könnt ihr mal auf Facebook vorbeischauen. Ich tue euch mal den Link in die Infobox smashen und ja, ich gehe jetzt mich waschen und duschen und dann lasse ich mich gleich fertig machen. So Leute, ich bin jetzt fertig. Wie ich das gemacht habe, seht ihr entweder in dem Get Ready With Me, dass ich noch hochladen werde oder dass ich schon hochgeladen habe. Ich weiß ja jedenfalls noch nicht, wie ich das in welcher Reihenfolge hochlade. Das ist so eine Richtung Gothic, Steampunk, irgend so eine Mischung. Ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Ich nenne das einfach mal so. So. Mit Korsett. Ich darf jetzt echt nichts zum Mittagessen, sonst kann ich da drin wirklich am Ende nicht mehr atmen. Meine geilen Strumpfdingsens, die habe ich gestern noch enger genäht, weil die immer runtergerutscht sind. Hinten ist es einfach mal noch zur Hälfte, sag ich jetzt mal, auf. Also ich musste das größer schnüren, weil es ist wirklich schon eine M. Ich habe eigentlich eine S und das war so klein. Ich habe das nicht rumbekommen, deswegen musste ich das übelst weit aufmachen. Bei so Corsagen oder Corsage meistens so. Ja, dann fahre ich dann gleich mit dem Zug und wir sind jetzt da. Der Weg war umständlicher als gedacht. Hier ist auch schon ein bisschen sehr was zugewachsen, deswegen probieren wir jetzt irgendwie hier erstmal so ein bisschen etwas freier alles zu machen. Das wäre eigentlich der Platz. Ja, und ihr seht, das ist ziemlich, naja. Jetzt am zweiten Shooting-Ort, wenn man das so nennen darf. Ja, und das ist jetzt halt hier am Bahnhof. Ja. Läuft gut. Nochmal Location wechselt, jetzt sind wir bei mir im Dörfchen und haben uns noch, ja, und haben uns noch so ein altes Gebäude, was hier so rumstand, gesucht und jetzt machen wir hier noch ein paar Bilder. Genau.
So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es war übelst schön, hat übelst Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie die Fotos werden. Ich denke mal, die werden ganz cool. Ja? Und ich bin auch übelst kaputt. und ich wollte jetzt erstmal was essen, weil ich übelst Hunger habe. Ich konnte vor dem Shooting nichts essen, weil ich sonst nicht... Also ich hätte vielleicht eventuell in das Korsett reingepasst, aber ich hätte nicht mehr atmen können. Es war vorhin schon kritisch durch die Wärme und das Autogerüttel und oh, war mir so schlecht, das ging gar nicht. Aber genau, ja, Fazit, ich fand es echt schön und hätte wirklich wieder Bock auf sowas, sowas mal wieder zu machen. Ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch, Kommentar, was ihr zu diesem Video zu sagen habt und dann...